Moin Moin und willkommen zu Prison Architect. Die letzte Überlegung war ja, ich muss unbedingt eine Krankenstation bauen. Jetzt sehe ich aber gerade was anderes. Ich muss unbedingt hier ein paar Kondensatoren setzen. Bevor uns nämlich der Saft hier ausgeht. Und wir da nicht weitermachen können. Okay, schneller. Schneller ein bisschen. Versorgt, nein. Einrichtung. Duschköpfe. Und Abflüsse. Ich mache noch nicht alle Duschköpfe hin, die ich machen könnte, weil ich vermute, dass die dort auch für eine Überflutung sorgen. So. Ihr wollt alle spachteln, ist zu wenig für euch. So, 33 weitere Insassen sind auf dem Weg. Maximal 27 könnten wir noch unterbringen. Ich möchte wirklich nur ungerne jetzt schon einen neuen Zellenblock bauen. Deswegen werde ich die wieder abbestellen. Ups. Mal noch was machen. Nee. So. Wir haben hier ein gewisses Maß an Finanzen zur Verfügung. Wir können damit etwas Schindluder treiben. Wie zum Beispiel die Krankenstation bauen. Ich denke, ich werde hier die Krankenstation hinsetzen. Geplant ist dann hier ein Hauptgang. Und dann ist hier in der Höhe Platz für Klassenräume und Werkstätten später. So, nee. Nee. Einrichtung. Krankenbett. Ist 2x2. Ups. Nein. So. So denke ich mir das. 6 Krankenbetten dürften mehr als ausreichend sein. Die können an den Seiten an den Wänden, aber ich mag gerne Gänge da drin. Wenn ein Zusatzzimmer kommt, die Leichenbahre. Okay. Das wird reichen. Die Krankenstation kriegt eine normale Tür. So. Die Stromversorgung können wir hier auch schon mal machen. Dann habe ich hier immer noch Platz, den ich gerade verschwendet habe, glaube ich. Was habt ihr denn da für ein Problem? Das sieht nicht gesund aus, Jungs. Soll das so sein? Schubs hängt er da wieder. Da rennt er, wo ich ihn hingeschickt habe, und bleibt da jetzt wohl stehen. Okay. Okay, okay. Wie weit ist die Forschung? Überwachung ist geforscht, Fernsteuerung ist bald soweit.
Einrichtung. Kam RA. Türkontrollsystem, Monitor. Acht Kameras für einen Monitor. Das ist doch okay. Ja, dann warte ich, bis er gebaut ist. Dann weiß ich wenigstens, wo der Stuhl hinkam. Lalalala. Wie weit seid ihr? Das dauert auch noch ein bisschen. Personal. Was haben wir denn? Zwei Hausmeister. Ich vermute, die haben jetzt schon Schwierigkeiten, hinterherzukommen. Darum stocke ich auf vier. Zwei Ärzte stelle ich ein. Gärtner bleiben wir bei einem. Psychologe reicht auch einer. Einen Koch wollen wir nicht einstellen. Nein! Jetzt habe ich noch einen Koch eingestellt. Offensichtlich kann man mit rechts und linksklick einstellen. Beziehungsweise links und rechtsklick. Ist noch nicht wirklich viel passiert. Also normalerweise müssten die Dinger hier schon voll sein. In Vorbereitung für die ganzen kleinen Rabauken, die hier gleich ankommen müssten. Darum rüste ich jetzt nochmal auf. So, Verkabelung. Ach, Verkabelung hatte ich ja extra gezogen. Und Logistik. Logistik hätte ich gerne, denn Logistik sorgt dafür, dass wir die Leute zum Arbeiten schicken können. Tja, keine Ahnung, warum es beim einen Logistik heißt und hier Zwangsarbeit. Zwangsarbeit ist aber das Richtige. Mehr Monitore. Ach, die sind noch gar nicht gebaut, vermute ich. Doch, die sind gebaut. Ach, die sind nicht angeschlossen. Aha. Die hätten auch gern ihren eigenen Starkstromanschluss. So, und es hängen immer noch hier welche drin. Ich verstehe nicht, warum die Übergangszelle noch genutzt wird. Wir haben noch mehr als genug Zellen jetzt. Wird hier schon wieder randaliert. Achso, unseren Duschraum habe ich noch nicht als Duschraum ausgezeichnet. Ist aber auch so eine Krankheit bei mir, ne? Dass ich dauernd vergesse, den Raum auszuzeichnen. Duschraum. Ja. Die sind ganz schön übel drauf. Man sieht ja auch, dass sie mächtig am Randellieren sind. Die machen schon wieder alles kaputt.
Ach, Kinders. Es wird doch immer schlimmer, bevor es besser wird. Kondensatoren sind gesetzt, aber man sieht hier, es ist stark angestiegen. Möglicherweise muss ich die Stromversorgung von dem hier zur Kantine unterbrechen und einen eigenen Generator für die Kantine setzen. So, beruhigt euch wieder. Der Raum ist gesetzt. Einrichtung. Krankenbetten. Leichenbare. Ja, nicht ohne grundsätzlich so viele davon. Eine Türe, Personaltüre. So. Dann müsste die Krankenstation jetzt auch gebaut werden. Dann können die auch endlich versorgt werden. Fühlen sich etwas besser. 39 haben ernsthaft Luftscheren, 32 sind ohne Grund eingeschlossen. Ich glaube nicht, dass ihr ohne Grund eingeschlossen seid. So, der überwacht hier alles. Räume, Krankenstation. Gab noch mal ein bisschen Zaster. Oh, Exercise Family. Aggravated Burglary. Das ist ein aggressiver Diebstahl oder wie jetzt? Raubüberfall, würde ich mal sagen. Und sie sind schon wieder am Schreien. So, damit ihr nicht so weit wegrennt, will ich hier einen Hof jetzt hinmachen. Schön gut aus. Warum sind die Kameras denn inaktiv? Benötigt Wache vor dem Monitor. Wache ist doch da. So, bis zu 8 Leute kann ich zuteilen in der Küche. Das tue ich auch. Die werden da anfangen zu kochen, sobald sie kochen können. Dafür ist dann das Ausbildungsprogramm da, damit die dann kochen lernen oder irgendetwas.
wo seid ihr denn schon wieder rausgeschlüpft? Durch den Hauptgang natürlich. Habt ihr euch einfach durchrandaliert? Gesichert mit Minimum einer Tür. Ach so, weil die Türen offen sind, ne? Ja. So, wo sind sie? Vielleicht hätte ich die Krankenstation etwas größer machen sollen. Ja, die Kameras reichen nicht besonders weit. Da brauche ich anscheinend mehr. Um sicher zu gehen. Was erzählt sie mir denn? Hier kann man das auch sehen, die geschätzte Rückfallrate. Bei ihm bei 20%. Wie sieht das denn mit den Programmen aus, die wir gestartet hatten? Keine Zuteilung. Verhaltenstherapie beim Psychologen. Keine Zuteilung. Alkoholiker beim Psychologen. Keine Zuteilung. Drogenabhängig beim Onkel Doktor, keine Zuteilung. Ich werde hier mal einen Ausbildungsraum setzen. Zwei, drei, vier, fünf. Das reicht eigentlich. Ja, ich baue hier schon wieder ganz krude hin. 200 da, 200 da. Aber das wird schon irgendwann eine Ordnung bekommen. Momentan muss ich mich ja von Stück zu Stück stückeln, um hier langsam mal die Sachen in Fahrt zu kriegen. Damit die Gefangenen auch mal ein bisschen Ruhe geben und nicht permanent am Randalieren sind. Der überwacht. Eine Richtung. Komm raus. Eine konnte er hier, glaube ich, noch. Ach, die sind noch nicht installiert. Gut, dann kann ich sie natürlich nicht verbinden. Ach, was habe ich da denn schon wieder gebaut? So. Und abreißen. Die beiden. Hab ich nicht aufgepasst. Wir brauchen einen Stuhl. Einen Schreibtisch.
Jetzt brauchen wir Pulte. Gold. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und habe ich Mist gebaut. Da habe ich Mist gebaut. 1, 2. 1, 2. Leer. Tisch. Stuhl, Wand. Ja, 20. Hoffe ich, dass jetzt richtig ist. Komisch, bei den anderen Räumen passe ich immer auf, damit da Gänge und so weiter drin sind. Bei dem merkwürdigerweise nicht. So, die sind da. Also die Kameras. Verbinden. So. Die totale Überwachung. Nein! Wir haben toten Winkel. Das findet bestimmt kein Gefangener raus. Das geht schon. Warum ist das denn nach vorne gesetzt? Wegen der Tür? So, jetzt aber der Stuhl. Der Schreibtisch. Räume. Klassenzimmer. Wo haben wir Klassenraum? Da. Jupp. Dann kann auch gleich mal die Ausbildung losgehen. Dass man so die ersten ausbilden kann, damit die ein paar Berufe lernen. Das stellt sie ja auch zufrieden. Ernsthafte Beschwerden. 38 ohne Grund eingeschlossen. Ja. Das mit dem ohne Grund eingeschlossen erschließt sich mir gerade nicht, weil die liefen ja alle frei rum. Und werden ja eigentlich nur eingekerkert, wenn sie in Isolation gehen. Und da werden die auch irgendwann entlassen. So, Klassenraum steht. Jetzt gucke ich nochmal nach dem Programm. Küchenunterweisung. Starten wir. Keine Zuteilung. Fünf Plätze, zwei Sitzungen. Huch, wie oft kann man das denn machen? Spirituelle Führung wollen sie. Muss ich noch eine Kirche bauen? Gut, lassen wir mal laufen. Vielleicht geht das am nächsten Tag dann los. Ich werde nochmal hier aufrüsten, da die Sitzplätze auch zu wenig sind. So. Dann kommt vielleicht auch Nahrungszufriedenheit ein bisschen mit rein. Die stellen sich immer an blöde Orte hin, die Hausmeister. Haben wir das da? Haben wir das da? Sicherheitsbüro ist auch im Aufbau. Dann brauchen wir bald eine Waffenkammer und können dann bewaffnete Wachen aufstellen. Die sind dann logischerweise etwas effektiver bei Aufständen. Aber damit beschäftigen wir uns vielleicht beim nächsten Mal.
Ich werde hier beenden und ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!